Heute gehören zur Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 49 Mitglieder. Das ist das Parlament der Stadt, wenn man so will. Die Menschen, die in der Bürgerschaft mitarbeiten, werden direkt durch die Bevölkerung alle 5 Jahre gewählt. Man kandidiert über eine Partei und wenn man Glück hat, wird man gewählt und dann ist man für 5 Jahre Mitglied der Bürgerschaft. Die Bürgerschaft entscheidet natürlich über den Haushalt, aber auch sonst über viele wichtige Dinge, über Investitionsvorhaben, über Prioritäten. Sollen Kindertagesstätten ausgebaut werden? Soll mehr Wohnungsbau erfolgen? Wo soll Gewerbe sich entwickeln und wo wohnen? All diese Dinge werden in der Bürgerschaft entschieden. Früher gab es keine unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen, sondern wahlberechtigt waren nur die Kaufleute in der Stadt und auch gewählt werden konnten nur Kaufleute. Das heißt, die Bürgerschaft, damals in der Tat der Rat der Stadt, wurde von den Kaufleuten gewählt, war, wenn man so will, ein Ständeparlament. Die Bürgerschaft, der Rat, wählte dann den Senat, das war die Stadtregierung. Und der Rat entschied über die wichtigen Dinge der Stadt, über außenpolitische wie innenpolitische Vorhaben. Also klar ist, dass im Mittelalter innerhalb der Städte Lübecks, aber auch in anderen Städten, klare Machtstrukturen waren. Das heißt, der Rat der Stadt, der Senat der Stadt führte die Stadt und da es nur Kaufleute waren, die im Rat waren, wurde das auch sehr stark auf die Interessen der Kaufmannschaft ausgerichtet. Lübecks Macht in der Hanse basiert im Wesentlichen darauf, dass die Lübecker erstens die Hanse mehr oder weniger gegründet haben und zweitens über die Jahre in allen möglichen Machtkämpfen auch immer die Oberhand behalten haben. Die gesamte Hanse, damals 225 Mitgliedsstädte, musste sich dem lübeckischen Recht unterwerfen. Aber die Hanse war im Vergleich zu Konkurrenzorganisationen wie zum Beispiel den Medici oder den Fuggern durchaus eine Organisation, die schon erste Anklänge an demokratische Organisationsstrukturen hatten. Es gab einen Hansetag, der jährlich tagte, der als eine Art Parlament der Hanse darüber entschied, welche grundsätzlichen Ausrichtungen die Hanse in den nächsten Jahren einnehmen sollte.